Gut, der will nichts von uns. Schauen wir mal hier. Was ist das da? Ach, das ist der Holocom-Konsole. Ach so, ja. Da geht aber keiner ran, da geht dann keiner hin. Da ist auch nichts, okay. Ich fühle mich hier gerade ein bisschen an Resi erinnert, ne? Wo wir hier durch die Sachen durchlaufen. Nichts. Lecker. Wie kann man denn bitte schön hier wohnen? Okay, wenn die ganze Zeit irgendwelche AR vor einen Augen rumhüpft, dann sieht man natürlich die Bauschäden nicht. Da ist auf alle Fälle, wo sind wir jetzt hier? Man sieht es hier gar nicht, wo man hier. Wo ist man jetzt hier? Ich habe keine Ahnung, was ist die 11 und die 12? 11 und die 12, dann sind wir hier gerade. Sprich, wir stehen hier vom Treppenflur. Hier ist der Treppenflur dahinter. Und wir gehen gerade hier den Weg lang. Glaube ich zumindest. Okay. Da kommen wir nicht lang. Was ist das hier? Nada. Mit denen habe ich schon alle gesprochen, zumindest versucht. Und hier ist nichts weiter. Ja, kommen wir nicht weiter, ne? Die Klotür wieder zu, wahrscheinlich weil ich geladen habe. So, da kommen wir nicht durch. Ach so. Falsche Tür. Ist hier irgendwas? Nee. Hier kann man nicht rein, das ist zu. Hier hat keiner reagiert. Da will auch keiner mit uns reden. Hi, this is Tom. And Irene. We hope you're having a positively peachy day. Okay. Oh, we sure do. Sadly, we're not in right now. What is the safest? Leave your message after the beep, and we'll get back to you as soon as we're home. Yay! Oh, I mean beep. Okay, gut, danke. Hi. This is Tom. Oh nein, bitte and nicht. Irene. We hope you're having. Oh, we sure do. Sadly, we're. Ach so, ich komme aus dem Dialog nicht raus, deswegen. Tja, was tun? Haben wir was übersehen? Fenster können wir auch nicht aufmachen. Hier irgendwo? Nee, das ist nichts weiter. Raum Nummer 10, da ist nichts. Irgendwas Biologisches hier? Wir warten auf den Scanner. Nee. Ah, toll. Also davon finden wir eine Menge. Refilled. Drücke mittlere Maustaste zum Hacken. Was? Find static numbers. Aber eine 5.
Ach so. 4, 6, 4. Boah. Okay. Raum Nummer 13. Ist hier überhaupt irgendjemand? Was war das eben? Ja, es war ein bisschen kompliziert mit dem Verstehen gerade, aber wenn man es dann erstmal gesehen hat, ist es ja okay. Matthäus Kratschek. So eine Art Altar, so ein Liebesaltar oder so. Mit dem perfekten Herz. Können wir aber nicht scannen. Ah. Da muss das rein. Jetzt habe ich den kaputt gemacht. Ist hier drüben auch nochmal. Ach, da ist auch noch eine Steckdose, warte. Obwohl du es vielleicht noch nicht begreifst, wir sind füreinander bestimmt. Dieser Schrein ist mein Geschenk an dich. Dieser und drei weitere wie er. Bitte, beachte mich. With fire and sword, Spiders. Zum Starten auf Feuer drücken. Diese verdammten Spinnen schon wieder. Zurück. Oh. Vielleicht sollte ich doch erstmal das Schwert holen. Yes! Guten Abend, Lina. Ey, ich hab das Level geschafft. Ich hab das Level geschafft. Warum komme ich da nicht weiter? Ah! Nee, ich kann gar nicht. Ich kann gar nicht drehen. Geht gar nicht. Tot. Aber das wird genommen, ja. Thank you.
Ich habe die anderen Kullern vergessen. Ich glaube, jetzt wird's was. Wir müssen sie alle wegmachen. Ich krieg die anderen Level nicht. Doofes Spiel. Okay. So viel zur Liebe. Hallo? Come to the door, please. Just want to talk. Who are you? Did Chiron send you? I'm with the KPD, if that's what you're asking. Seriously? We haven't had a cop around these parts in... ever, I guess. Well, you've got one now. Yeah, good luck. You're gonna fucking need it. Okay, Fallprotokoll aktualisiert. Was ist aktualisiert worden? Ich habe eine kopflose Leiche. Sollte wohl so, vielleicht finde ich Hinweise. Identifiziere den Anrufer? Nein, okay. Finn und greife auf die anderen drei Schreine zu. Okay. Fall 669, ihre furchterregende Symmetrie. Achso, das ist das. Okay. Diese Tauben. Da ist jemand zu Hause. Oder auch nicht. Von Rutger Hauer ist die Stimme cool. Moderne holographische Display bietet ein der Virtual Reality vergleichbares Eintauchen. Der leistungsstarke Prozessor bewältigt selbst die kompliziertesten Kalkulationen. Die kinetische Oberfläche bietet maximalen Komfort und beste Effizienz. Janet left the door open. Warum? Synchrosine collected. Los, mach Pling. Mach Pling. Sehr schön. Die Mauer steht aufrecht. Unsere mutigen Jungs und Mädels verteidigen uns weiterhin gegen die östlichen Horden. Okay? Ein Schuss verklingt im Dunkel. Michael, der junge Soldat neben mir, dreht sich sofort in Richtung Wand. Sein intensiver Blick lässt mich erschauern. Ohne zu überlegen, rennt er auf die Mauer zu. Ein imposanter Koloss aus Beton und Stahl. Mit seiner modernen Beinaugmentation, einem Geschenk an unsere Truppen von der F&E-Abteilung von Chiron, erklimmt er sie mit einem Sprung. Der Kundschafter zielt in die tiefschwarze Finsternis. Seine kybernetischen Augen suchen den Horizont nach feindlichen Bewegungen ab. Seine Kameraden halten ernst und entschlossen die Luft an und warten auf seine Meldung. Was wird es diesmal sein? Ein einzelner Plünderer oder ein umfassender Angriff von einem der vielen Roy-Kommandos, die sich hier rumtreiben? Als er endlich spricht, zittere ich durch die Intensität. Alles still. Alles still an Ostfront. Zumindest erst einmal. Das Bewachen der Mauer kann eine beängstigende Aufgabe sein, gesteht Michael im nächsten Morgen. Aber es ist auch ein Privileg. Die anderen Soldaten in der Kantine nicken zustimmend. Michael stellt sich seinen Staffelkameraden vor. Für einige von ihnen ist es bereits die zweite oder dritte Tour. Nach einigen festen Handschlägen berichten die Soldaten von ihrem Dienst. Jede Geschichte atemberaubender als die vorherige. Auf meine Frage, was sie zu solchen Heldentaten bewegt, senkt Michael seinen Kopf und antwortet leicht verlegen. Ich denke nicht, dass sich hier irgendwer als Held bezeichnen würde. Ich zumindest nicht. Wir sind alle Teil eines größeren Ganzen. Etwas, das mit dem ersten großen Kampf unserer Väter begonnen hat. Ach ja, der erste große Kampf. Was für ein schlichter Name für den größten Konflikt unserer Zeit, den wir als die große Dezimierung bezeichnen. Der Name soll nicht verharmlosen, sondern vereinfachen. Ein verzweifelter Versuch, dieser beispiellosen Tragödie einen Sinn zu geben, während der viele der tapfersten unserer Nation ihr Leben gaben, um unsere Lebensweise und unsere Existenz gegen die barbarischen Horden des Ostens zu verteidigen. Und aus diesem Kessel des Konflikts, dieser Feuertaufe, sind wir siegreich hervorgegangen. Und während die alte Welt in Flammen stand, bauten wir aus ihrer Asche unsere große Republik.
an alle Helden, die ihr Leben und ihre Gesundheit in der großen Dezimierung gelassen haben. Wir grüßen euch. Der Einsatz der Soldaten ist unleugbar, aber ihr Dienst wird durch den Beitrag des Verteidigungsvorstands und der besten Wissenschaftler von Kyren erleichtert. Michael stimmt zu. Ohne die Unternehmensführung hätten einige von uns nicht lange geschafft. Diese Babys zum Beispiel. Er tätschelt liebevoll seine glänzenden Beinprothesen. Ohne sie würde ich als Krüppel in ein Hospiz verkümmern und könnte nicht meinen Mitbürgern dienen. Dank Kyren kann ich meine Aufgabe in unserer großartigen Gesellschaft erfüllen. Ein echter Patriot. Und vergessen wir nicht, dass Kyren sich um unsere mutigen Männer und Frauen nicht nur im Kampf sorgt. Unsere dauerhafte Initiative zur Rehabilitation von Veteranen stellt die Reintegration von Soldaten, die nicht länger dienen können, in die Gesellschaft sicher, um ihnen ein erfülltes Leben zu bieten, wenn ihre ruhmreichen Tage vorbei sind. Sehr geehrter Herr Jukowski, auch wenn wir Ihre beispielhaften Dienst und die Opfer zu schätzen wissen, die Sie Ihrem Land erbracht haben, schreibt die VRI-Richtlinie eine strikte proaktive Hilfe zur Reintegration unserer mutigen Veteranen in die Gesellschaft vor. Regelmäßige Unterstützung erfordert eine dauerhafte Anstellung der Klasse B, die unseren Vertretern jährlich zur Überprüfung vorgelegt wird. Ihre derzeitige Anstellung als Hausmeister erfüllt diese Voraussetzung nicht. Unter diesen Umständen weisen wir Ihren Antrag zurück und beenden damit Ihre Teilnahme an diesem Programm mit sofortiger Wirkung. Das ist das, was, ne? Unsere Veteranen werden integriert. Der Rentenfonds der Veteranen übernimmt ab sofort keine weiteren Wartungen ihrer kybernetischen Prothesen. Wir wünschen Ihnen für Ihre Zukunft alles Gute. Die Initiative zur Rehabilitation von Veteranen, dies ist eine automatische Nachricht. Bitte nicht antworten. Also schön, das geht jetzt lange genug so. Veteran hin oder her, das ist mir jetzt egal. Noch eine Nachricht und ich finde dich und prügel dir den Mist aus dem Schädel. Meine Mutter hält den Mist nicht mehr lange aus. Sie ist es leid, dir immer und immer wieder zu erklären, dass ihr Ehemann, mein Vater, vor 18 Jahren gestorben ist. Sie ist drüber weg. Wir alle sind drüber weg. Niemand will in der Vergangenheit leben. Eine Tragödie wieder und wieder durchleben. Also zum letzten Mal, Mike Jaworski ist tot. Seit lange. Krieg das endlich in deinem verdammten Schädel rein. Egal wie, aber merk es dir einfach, auch wenn du deshalb vergisst, kacken zu gehen. Denn die nächste Nachricht, die du ihr schickst, wird dir einen gebrochenen Kiefer einbringen. Dies ist deine letzte Warnung. Jurkowski ist ein anderer hier. Okay, gut. Genau, seh zu, wie du klarkommst. Ach, guck mal. Jaworski Bogdan, 02. Pozowski. Wir suchen jemanden mit HN. Anfangsbuchstabe H. Oder Hoffman, Nathan. Aber es wird eher eine Frau sein. Of course. Two agents. Helena Novak, apartment 104, and Hannah Nader, apartment 106. Both on the same floor. Guck mal hier. Hubert Ono hat gleich zwei Wohnungen. Kowalski, Ich suche nur noch Koschmider hier. Kaminski. Skorupa. Das ist krass. Ich kenne eine Arbeitskollegin, die hieß früher Skorupa mit Nachnamen. Also bevor sie sich hat scheiden lassen. Speicher ausgelagert. Speicher, 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 Wohnbereich ausgelagert. Apartment 107 hat den Speicher Nummer 6. Könnte interessant sein. Oh. Die weiteren Level. Es reicht, wir müssen nicht alle um die Ecke bringen, wir müssen nur gewinnen. Genau, Haken ist dran. Okay. Ach du Kacke. Da oben ist noch ein...
Okay. Sehr gut. Haben wir auch das gelöst? You get out. You again. Not a good idea to sneak up on me. Need to get out. Mietregister, polizeiliche Angelegenheiten. Warte mal. I had to check the tenant register. Authorized personnel only. Ja, ich weiß. Well, I was in a hurry. And the door was open. Authorized personnel only. Police business. I know what I'm doing. I know what you are. Oh, yeah? Back during war. Took one alive. Sent for one. Guck mal, das knistert jetzt so komisch. Of you. To get into his head. You fought in the big one. Is that why you got all this junk in you? Plasma sweep. Hit our convoy. Burrowed through armor. Sorry, I didn't mean to bring back memories. Yes. Memories. What could you tell me about the tenant in apartment 7? Tenant? Yeah, tenant. How long has he been living there? Yeah. Maybe longer. Not good with time. You ever talk to him? Didn't get out much. None of them do. All right, Tin Man. Let me know if it comes back to you. Something triggered the lockdown. Trying to get it open. Rudy and I. Mr. Roboter. You think it might be the nanophage? You had any recent outbreaks? No. Last one. Long time ago, down by the river, old implants, bad the implants. I take it Rudy's the robot? Multifunction service and maintenance drone. Don't lose it. What? Wanders off. Sometimes. Need to track manually. Can we lift the lockdown from the inside somehow? Or get a message out? No. Keep people in. Isolate, accommodate, alleviate. Yeah, we all know how that last one used to work. All right, I'm heading out. Can you give me full access to the building? Assistance. Unstable. Unlocked. What I could. Thanks. You better stay here. There might be some very nasty people out there. Very nasty. Bad. Look. Just stay safe. You know what? I never got your name. I'm Dan. Name? Janus. Like a Roman god. You know. Sorry I gave you a hard time earlier. Good to meet you. Janus. Synthetischer Atemweg. Armprothese. Beinprothese. Strukturelle Integrität beeinträchtigt. Wie kriege ich das Ding da jetzt an? Menschliche Lebensform, okay. Blutgruppe B+, okay.
Oh, da ist ein Hirn. Zerebralprothese. Das ist eine Prothese. Wartungszeitraum abgelaufen. Künstliche Wirbelsäule. Schmierstoffleck entdeckt. Ja, im Spiel funktioniert alles, weißt du ja. Krass. Guck mal, die programmieren da gerade. Mhm. Template, irgendwas, Public Static. Schön. Der ist eigentlich komplett ersetzt, ja. Guck mal, was ist denn... Warum wuschelt denn das so komisch? So Artefakte beim... Hier. Ist das normal? So, wo müssen wir hin? In den Keller und in den Keller haben wir auch noch. So, warte mal, unser Roboter da. Hi. Macht er auf oder zu? Das war das Fach Nummer 6, ne? Kann aber mit der Zeit ganz schön verstören werden, oder? Ah, okay. Entschuldigung. Boah, guck dir mal die Tauben an da oben. Zu. Warning. Desynchronization imminent. Administer medication. Strain level decreased. Ach, der grüne Punkt ist der. Der sinkt jetzt. Ah, okay. Der sinkt nicht, aber okay. So, da war vorhin zu. Okay. Da ist der Keller. Was war das für ein Zimmer? 104 oder 106, ne? Da ist 104 und das ist die Seite für 106. Ich würde mal sagen, dann gehen wir erstmal hier 106, ne? Ja, jetzt sind die Artefakte weg. Aber noch nicht komplett, oder? Ich habe jetzt einmal... Hilf uns 108. Den hatten wir schon. Fabian Kubicki. Ich glaube, sie sind die Entwickler hier. Hä? Wollen wir erstmal in 108 gucken? Wenn wir schon so aufgefordert werden. Boah, nachladen. Oh, hier ist alles broken. Thank you.
siehst es immer noch nicht. Du erkennst immer noch nicht. Für dich bin ich niemand, nichts, null. Eine weitere Ratte in diesem wunderbaren Labyrinth von... abgeschnitten. So schön, so friedlich, dir so nah zu sein. Es ist das Einzige, was mich am Leben hält. Trotzdem habe ich Angst. Ich fürchte, dass, wenn du mich siehst, es zu spät sein wird. Für uns beide. Alter! Oh, ich vergaß. Okay, normal. Das einzige Schwert ist da unten. Wie soll ich das jemals kriegen? Kriege ich nicht. Sobald ich hier durchlaufe, ist vorbei. Das heißt, ich muss... Komme ich denn da runter? Ich komme hier runter und sobald ich hier bin, kommt der mir entgegen. So, jetzt habe ich... Hat jemand Tipp? Wenn ich hier hochgehe, komme ich nicht automatisch da unten raus, ne? Ach, warte mal, das wird eine Situation sein, wo ich das Schwert gar nicht brauche. Moment mal. Ich muss nur alles einsammeln. Okay, danke schön für... Wo bin ich denn hier? Abgeschlossen. Ich bin jetzt... guck hier auf die Wand. 108 ist da hinten. Füge sehe ich hier nicht, ne? Nee. Hier wäre irgendwo 108 eigentlich. Dan Lazarski, KPD. Is anyone in there? Oh la la.